Hallo, mein Name ist Ari. Und ich bin Elli, Und das ist Sola. die süße Sola. Die gehört Elli. Manchmal wünsche ich mir, du würdest einfach. Ha. Elli, Ari. erzähl mal, hattest du schon mal Fake Friends? Oh ja. Ja. Erzähl. Oh, was, das sind so viele eigentlich. Ich habe ja. Insgesamt könnte ich drei aufzählen tatsächlich. So, natürlich Namen benennen wir nicht, ne? Schade. Nee, wo soll ich anfangen? Ich hatte damals eine, ja, also beste Freundin tatsächlich. Und weiß nicht, es ging gefühlt immer um sie. Kennst du das? Oh Gott, Einfach ja. so, wenn deine Freundin, deine beste Freundin, so du willst ihr was erzählen und da ist kurz diese Aufmerksamkeitsspanne da und dann im nächsten Moment so, ja und ich, ja, dies, das, bla bla bla, ging einfach direkt dann wieder um sie und um ihre Probleme. Ja. Ach, keine Ahnung, Das, also. sie hat es dann immer viel schlimmer als du. Ja, So. genau. Das weiß ich nicht. Und dann kam es auch irgendwann später, ne, quasi, dann gab es immer so Streitphasen. In der Trennung von mir und meinem Freund war ich dann auch gut mit ihr und alles. Ne, ich bin viel feiern gewesen, auch mit ihr zusammen. Und da hatten wir dann halt auch so, ja, einfach, ne, wir hatten Spaß gehabt. Dann hatte ich noch eine Freundin, mit der bin ich jetzt immer noch gut. Ich kam noch dazu und dann war sie halt eifersüchtig auf meine Freundin, die ich immer noch habe. Und auch immer so richtig viel Drama. Und auch zum Beispiel, wo es da hieß, da war ich mit ihr unterwegs, also mit meiner jetzigen Freundin, war ich unterwegs gewesen und haben meine ex-beste Freundin abgeholt. Sondern war es für sie aber so safe, dass sie auf jeden Fall vorne sitzt. Sondern kam Oh sie Gott, raus, ja. ist nach vorne gegangen zu meiner Freundin und sagt zu ihr, gehst du nach hinten? Ich sitze da. So richtig, Oh mein Gott, das habe ich schon mal Alter. gehört. So einfach so, ja, geh jetzt mal nach hinten, das ist mein Platz. Ich sitze da immer. Und ich habe mir so, wir haben dich hier abgeholt, ich bin mit dir doch schon unterwegs, entspann dich mal. So, ne? Und dann, ne, solche Aktionen zum Beispiel, wo man sich so denkt, warum? So, warum ist eine Freundin so, geh doch einfach nach hinten, so. Ja. Nimm dich doch auch mal so ein bisschen zurück. So, du musst doch nicht immer Platz 1 haben. Ja, richtig. Und dann waren wir auch später feiern gewesen. An dem Abend, wo dann für mich was ziemlich Schlimmes passiert ist, da wo meine Katze gestorben ist. So, ne, ziemlich tragisch mit 2,5, ist da wirklich, es hat mein Herz gebrochen, ich habe geheult wie ein Schloss und das ist unnormal Ja, gewesen. vor allem, wie sie gestorben ist. Ja, also furchtbar. Und ja, dann hat meine Freundin mich angerufen und ich halt voll verweint am Telefon, fragt sie mich, was denn los ist. Dann habe ich ihr halt erzählt, was passiert ist und dann hat sie, oh Maus, und im nächsten Moment kommt sie aber, ja übrigens, ich fand das ziemlich scheiße, was du gestern Abend abgezogen hast und so, du bist einfach ohne mich weggefahren, obwohl es eigentlich abgesprochen war, dass wir zusammen zurückfahren und sie aber noch auf dem Kiez bleiben wollte, mit anderen Freunden von ihr, die sie dort getroffen hatte und ich sollte aber alleine zurückfahren. Bin dann mit dem Auto gefahren tatsächlich, alleine und sollte sie dann aber irgendwann nochmal einsammeln. So. Und darüber wollte sie dann, nachdem ich ihr das erzählt habe, mit dem Tod meiner Katze, wollte sie dann nur darüber reden. Es war ihr dann komplett unwichtig, wie es mir ging, ne, was mit meiner Katze war, so einfach dieses Ohrmaus und dann halt komplett einmal über sie. Also, Das, so, sorry, ich habe gerade irgendwie andere Probleme. So. ja. So, das zweite ist unwichtig, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Aber das letzte war gar nicht so lange her tatsächlich. So, ne, das war, ich habe es persönlich nicht mehr als beste Freunde bezeichnet. Also ich nehme das Wort Best Friends ziemlich ernst, wenn es darum geht. Und bisher, sag ich mal, Best Friends kann ich so niemanden nennen. So weiß ich nicht. Da gehört viel Zeit dazu, Jahre, die man miteinander verbringt, sich immer gut versteht. Man hat Freunde, sehr enge Freunde, aber beste Freunde, davon nehme ich halt Abstand, so von dem, was ich halt schon alles an Erfahrungen gesammelt habe. Und ja, das war an sich eine schöne Freundschaft, ne? Also muss ich auch sagen. Aber am Ende waren das halt dann quasi so viele Lügen, die rausgekommen sind, die fast halt meine Beziehung kaputt gemacht haben, tatsächlich aufgrund dieser Lügen. Und das ist einfach so dreist, weil man denkt, man vertraut sich einer Person an, weißt du, und sie hat mich ja sich ja auch an mich anvertraut und hat halt so viele Sachen umgedreht und einfach halt auch falsch erzählt, außer halt eine Sache, ne, die war wahr, aber es war für mich jetzt nicht mehr so schlimm. Und ja, weiß ich nicht. Oder dass man auch, allein schon, dass sie halt fast meine Beziehung kaputt gemacht hat. Und das auch so, aus welchem Grund? Was hat sie denn davon?
ja, deine Beziehung zu zerstören. Was hat sie denn davon? Eben. Das ist das Einzige, was sie da quasi verloren hat, war eine Freundschaft. Ja, so. Aber ganz ehrlich, im Nachhinein denke ich mir so, es war auch gut so, weil so jemanden möchte ich nicht in meinem Leben haben. Da bin ich auch echt, ich bin froh darüber, dass sie gegangen ist als Freundin. So. Und dass sie halt in meinem Leben ist als Devlin. Ist einfach so. Sie Devlin. Ist, so, ne, kann ich jetzt so benennen. Das ist einfach Fakt. Und wenn ja, das nächste Mal ein Fake Friend in unser Leben kommt, dann sagen wir direkt, okay, das ist Devlin. Ist so einfach Devlin. Ja, und dann auch einfach so diese Aktion, ich verstehe nicht. Also ich habe da ja auch mit dir schon darüber geredet, auch mit Lina und auch mit meinem Freund. Wenn man mit dem Wissen, dass man eine Beziehung fast geschrottet hätte, so oder hat, wie auch immer, und dass da richtig Krieg eigentlich dazwischen ist, ne? Dass man weiß, okay, die andere Person, die kann mich auf den Tod nicht leiden. Die dann noch anschreiben, also ne, dass man mich dann noch anschreibt und fragt, ob wir dann irgendwie noch uns nochmal treffen wollen, wegen den Kindern. Weil die Kinder mögen sich doch so gern bei der Tagesmutter und sowas. Und so ein Spielplatzdate. Hey, ich habe fast deine Beziehung zerstört, aber wollen wir vielleicht auf so ein Spielplatzdate? Ja, Mann. Das ist so, das ist einfach richtig Verzweiflung, die da richtig rausgesprüht. Da merkt man richtig, okay, ist, nee. Die hat sich das wohl nicht nur bei dir verkackt, die hat sich das wohl bei so gut wie jedem verkackt, weil ja. Ich meine, was, wieso kommt sie jetzt auf einmal wieder bei dir an und tut so, als ob nie was gewesen wäre? Hat sie keine anderen Freunde? Was ist passiert? Nee, ich denke mal nicht, ne? Sonst würde sie ja bestimmt nicht mich anschreiben, so. Ja. Wer, also, nee, das ist so, das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Das ist peinlich. Aber es ist, ja, es ist extrem peinlich. Es ist für mich armselig und peinlich. Und ich habe auch, ich kann an der Person nichts Gutes lassen. Nee. So, also nicht mehr. Ne? Wäre mir nicht so auseinandergegangen, dann wäre es vielleicht anders gewesen, weil ich bin eigentlich kein Mensch, ich rede nicht schlecht über Menschen. So, aber was soll ich dazu sagen? Weil hier kann ich kein gutes Blatt lassen, ist einfach so. Und bei dir? Ja, du bestimmt auch, ne? Tatsächlich hatte ich erst so richtig, boah, nee, lass mich mal kurz überlegen. Also so richtig Fake Friends, tatsächlich 3 Stück in meinem ganzen Leben. Die erste war nicht so der Rede wert, da kam ich auch echt schnell drüber hinweg. Das war eine Freundin damals, die sich bei mir immer nur so gemeldet hatte, wenn ich sie irgendwo hinfahren sollte. Oh ja, kenne ich. Und ja. Ich sollte sie immer überall abholen und hinfahren. Und wenn nicht, dann war sie auch immer direkt sauer auf mich, wenn ich mal Nein gesagt habe. Und einmal war ich echt knapp bei Kasse. Ich meine, ich war noch normal arbeiten gegangen. Mhm. Ich war, ich glaube, noch Bäckereifachverkäuferin, glaube ich, war ich. Und da hat man halt nicht die Welt verdient, wirklich nicht. Und ich hatte mein Auto zu bezahlen, ich hatte meine Wohnung zu bezahlen, ich hatte meine Katze zu bezahlen, ich hatte mich zu bezahlen. Ja, mich und mein Leben. Viel, ja. Und einmal war ich halt wirklich ganz knapp bei Kasse und ich sollte sie wieder irgendwo hinfahren. Und dann meinte ich so, ja, du, weiß ich nicht, mein Tank ist schon ein bisschen leer, kannst du mir sonst einfach irgendwie einen 20 geben? Dann tanke ich und dann fahre ich dich. Und dann hat sie gesagt, ja, aber nur, wenn du mir den am nächsten Tag wiedergibst. Wo ich mir denke, Bruder, ich soll dich doch aber fahren. Dafür geht doch mein Sprit drauf. Ja, wie frech. Aber ja, das fühle ich so hart. Das ist immer so selbstverständlich. Ich verstehe das nicht. So Voll. Dieses, das ist doch selbstverständlich. Das ist doch mein Auto, deswegen muss ich doch tanken. Ganz egal, für wen ich fahre. Das ist so, nein. Ich soll dich hier immer von A nach B fahren. Und wenn du mir dann mal bitte 20 Euro für Sprit gibst, dann will ich dir das nicht wiedergeben. Ja. Weiß ich nicht. Also ich will jetzt auch nicht geizig sein, ne? Und ich teile auch immer sehr, sehr gerne mein Geld und alles, was ich habe, teile ich immer sehr gerne mit jedem. Ich beschenke lieber andere als mich selber. Hm. Aber so das, da dachte ich mir echt so, komm. So. Und so ging dann auch irgendwann die Freundschaft in die Brüche, weil ich mir dann auch irgendwann dachte, ich stecke hier irgendwie immer alles rein und von ihr kommt irgendwie nichts. Ja. Ja. Ich habe auch nie wieder was von ihr gehört. Never again. Ja, aber ich glaube, bei sowas, das sind so auch immer so Nutzmenschen, mhm. Weißt du? Ja. Die kommen einfach in dein Leben, so haben irgendeinen Zweck, sei es auch einfach nur diese Lehre, die man daraus zieht. Und dann sind die wieder weg. Mhm. So, das war's. Und du hast einfach, du hast für dich deine Lehre daraus gezogen, du hast ne, daraus gelernt. Und ja, dann sind ja, die weg. Safe. Und du machst diesen Fehler aber nicht nochmal. Dann die eine, die war schon ein bisschen härter, weil ich sie einfach schon seit Jahren kenne, seit Jahren. Und wir waren schon echt irgendwie Best Friends. Wir waren auch jedes Wochenende zusammen feiern. Ich habe sie bei mir wohnen lassen, zeitlang. Und wir waren auch eigentlich echt richtig dicke miteinander, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass sie sich wirklich nur bei mir meldet, wenn sie irgendwas braucht. Und dann ging das zum Ende hin immer nur so,
Von wegen, ja, kannst du vielleicht auf meinen Sohn aufpassen, weil ich habe da irgendwie ein Date, oder kannst du bitte meinen Sohn nehmen, weil ich muss da und dahin. Und dann, Oh, ich glaube, ich weiß, von wem du ja, redest. und bei ihr im Leben ist zu der Zeit halt auch super, super viel passiert, was ich aber gar nicht so mitbekommen habe, weil sie sich bei mir einfach auch nicht so, weiß ich nicht, ich habe ihr auch immer geschrieben, so, was passiert gerade bei dir und was geht, und ich hab gesehen, du bist umgezogen, wo bist du denn hingezogen und so, erzähl mal, und was ist jetzt mit deinem Auto, ich habe gesehen, du hast jetzt kein Auto mehr, was ist denn da passiert und so. Ich habe sie immer so gefragt, und ich hatte auch wirklich Interesse an ihr, an dieser Freundschaft, und sie dann immer nur, ja, ich erzähle dir das, wenn wir uns wiedersehen, ich erzähle dir das, wenn wir uns wiedersehen, ja, wenn wir uns sehen, dann erzähle ich dir das. Ist Immer aber nie so. passiert. Nie. Und dann irgendwann hat sie sich tatsächlich bei mir gemeldet, hey, wollen wir uns heute sehen? Und ich denke schon so, ja, Jackpot, endlich sehe ich mal meine Freundin wieder, ne? Und dann sagt sie aber direkt im selben Atemzug, ja, kann ich vielleicht meinen Sohn mitbringen und kann er dann vielleicht auch sogar bei euch schlafen, weil ich habe nachher noch ein Date. Boah. Und ich sag so, ja, weiß ich nicht. Also du weißt, du kennst unsere Wohnsituation. Wir haben hier jetzt nicht so wirklich den Platz, dass er hier noch irgendwie schlafen kann. Wir haben ja nicht mal irgendwie eine Matratze. Ja, bringe ich alles mit, ist gar kein Thema. Ja, Aber war weiß die ich so nicht. eng, dass der einfach bei euch schlafen Eben konnte? nicht, das ist ja das Ding, weil ich meinte dann auch zu Krass. ihr, ja, aber meinst du denn, er fühlt sich hier wohl? Meinst du, er wird hier einschlafen können? Weil er war zu dem Zeitpunkt 4, 5 Jahre alt, so um den Das Dreh. ist ja schon ein Und hardcore Alter dann, ne? ja, und dann dachte ich auch so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob der sich hier dann wohlfühlen wird, ne? Also natürlich würde ich alles dafür geben, dass er sich hier wohlfühlt, aber ich glaube nicht. Wozu? Weil so dick sind wir jetzt auch nicht miteinander, Ja. weil wir uns ja eben so selten sehen, weil sie ja nie Zeit für mich hatte. Oh, und dann ging es halt immer so weiter von wegen, ja, ja, dann lass uns heute treffen, aber kann dann bitte mein Sohn bei dir schlafen? Immer wieder so. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, so, nee, kann ich nicht machen, ne? Habe ich keinen Bock drauf. Und dann hat sie versucht, mich irgendwie einzulullen, von wegen so, ja, du, ich stehe jetzt hier schon im Flur und er hat auch schon seine Schuhe an, er freut sich schon total auf Daria und was ist denn jetzt? Wo ich mir denke, ach so, ja, jetzt freut er sich auf Daria. So, und wie wär's, wenn du dich mal irgendwie auf mich freust, so, dass wir Ja. uns mal wiedersehen? Gar nichts. Nix, aber das habe ich halt irgendwie auch gut verkraftet. Aber dann kam halt diese eine Freundin. Devlin. Auch eine Devlin. Oh mein Gott, ich raste aus. Ich hatte wegen ihr lange, 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 lange Zeit wirklich Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, Trust-Issues, ich hatte alles wegen ihr. Kopfkino, ich habe Angst gehabt, jemandem zu vertrauen. Ganz, Das ist ganz doll schon Angst echt doll, gehabt. ja. Wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt. Über Instagram Perfekt. und auch nur, weil sie mir damals geschrieben hatte, weil sie wissen wollte, wie ich an diese eine Kooperation rangekommen bin. Ich hatte damals so eine Kooperation gehabt mit Twistcheck. Das sind so Babyartikel. Und nur allein deswegen hat sie mich damals angeschrieben, um mich zu fragen, wie ich dann an diese Kooperation rangekommen bin. Da hätten dann bei mir schon alle Alarmglocken läuten müssen eigentlich. Ja. Aber ich dachte mir nichts. Ich dachte mir so, cool, da schreibt mir jemand so, ne? Und nur deswegen hat sie mir geschrieben, so haben wir dann irgendwie Kontakt aufgebaut und dann hat sie mir geschrieben, ja, ich habe gesehen, Daria ist so und so viel Monate alt, ja, meine Tochter ist so und so viel Monate alt, wie witzig passt der und so, wollen wir uns mal treffen? Und haben uns dann so hin und her geschrieben und dann haben wir uns irgendwann getroffen, das allererste Mal. Und als wir uns zum allerersten Mal getroffen haben, hat sie tatsächlich nur ausschließlich über TikTok und Instagram geredet, über nichts anderes. Ah. Nur Super über TikTok, Aufbau für ja. eine Freundschaft. Und es ging nur darum. Und ich muss sagen, sie hatte zu der Zeit genau die gleiche Followeranzahl wie ich. Also auf Instagram jedenfalls. Auf TikTok weiß ich nicht, weil auf TikTok hatte ich nie irgendwas gemacht. Ich hatte dazu ein Profil, aber ich hatte null Follower. Ich bin selber nie gefolgt. Ich hatte nicht mal ein Profilbild. Also man hätte von mir denken können, ich wäre ein Fake-Profil. Ich hatte so circa 2000 Follower auf Instagram und sie hatte nicht so viele. Sie hatte, glaube ich, so 1200, 1300 Follower auf Instagram. Also wir waren beides noch sehr, sehr kleine Fische zu Ja. dem Zeitpunkt. Und so hat sich dann aber irgendwie unsere Freundschaft aufgebaut. Und wir haben das dann auch immer so auf Instagram gepostet, wenn wir uns dann irgendwie getroffen haben, haben uns gegenseitig in den Stories verlinkt und so. Also immer wenn wir irgendwie miteinander unterwegs waren, zusammen unterwegs waren, wir haben uns immer gegenseitig in den Stories markiert. Immer wenn sie sich mit mir getroffen hat, hat sie in ihrer Story schon angekündigt, ja, ich fahre jetzt gleich zu Ari, bla bla und so, ne? Und wir haben auch öfter was zusammen gemacht und haben auch zusammen Videos gedreht. Ich habe ihr bei ihren Videos geholfen, sie hat mir bei meinen Videos geholfen. So einfach so. Also wir haben es zwar nicht zusammen gemacht, ne, wir waren jetzt kein gemeinsamer Kanal oder so, aber wir haben uns halt so gegenseitig unterstützt Ja, und haben das supported, halt so ne? genau supportet. Wir haben uns das gemeinsam quasi so aufgebaut.
so freundschaftsmäßig. Ja. Dann habe ich mir halt auch irgendwann TikTok gemacht wegen ihr, weil sie halt auch so gesagt hat, so, ja, komm, mach das und so, das bringt Spaß, bla bla. Und dann sind wir auch immer zusammen live gegangen, als ich dann so meine 1000 Follower auf TikTok hatte. Da durfte man dann ja auch live gehen zu dem Zeitpunkt, ab 1000 Followern. Und dann waren wir auch immer zusammen live. Also sie war bei sich zu Hause live, ich war bei mir zu Hause live. Und dann haben wir das halt so verknüpft, dass beide Bildschirme nebeneinander waren auf TikTok. Und man uns beide halt sehen konnte. Und man hat auch bei den Zuschauern gesehen, dass die das auch gefeiert haben. So. Und die fanden das auch toll, uns zusammen zu sehen. Und auch immer, wenn ich dann mal nicht mit ihr zusammen live war, dann haben meine Zuschauer schon nach ihr gefragt, so, wann ich mal wieder mit ihr zusammen live gehe. Und bei ihr genau das Gleiche. Also man hat bei ihr im Stream auch reingeschrieben, so, ja, wann gehst du mal wieder mit Ari live und so. Und dann irgendwann hatte sie irgendwie so ihren Durchbruch, sag ich mal, und hatte dann immer kontinuierlich in ihrem TikTok-Livestream immer kontinuierlich mindestens 1000 Zuschauer. Und das ab ist da, schon heftig, ja. Ja, das ist halt schon wirklich, also so als TikTok-Streamer ist das schon wirklich eine krasse Summe, eine krasse Zuschaueranzahl, die sich wirklich, ungelogen, wirklich jeder wünscht. Mhm. Und das war so quasi ihr Durchbruch. Und genau zu diesem Zeitpunkt auf einmal wollte sie nicht mehr mit mir zusammen live gehen. Mhm. Auf einmal wollte sie da nicht mehr mit mir zusammen live gehen und hat die Ausrede benutzt und meinte, ja, meine Zuschauer feiern das nicht so, wenn ich immer mit dir zusammen live gehe, wo ich mir denke, ich sehe das doch, ich sehe das doch in den Kommentaren, so, ne, dass die doch aber fragen, wann kommst du mal wieder mit Ari live? Also sie hat sich da immer rausgeredet, sie wollte nur einfach nicht, und das habe ich dann auch irgendwann so festgestellt, dass sie einfach nur Angst hatte, dass ihre Follower mir folgen. Oh, das ist schon fies. Ich meine, ihr habt das ja zusammen gemacht. Ja. Weißt du? Und dieses, das ist halt auch dieses, also es muss ja auch nicht sein. Und dann sag es mir doch bitte auch einfach. Dann sei bitte einfach ehrlich zu mir, wenn du das nicht möchtest, weil du Angst hast, dass deine Follower mir folgen könnten, dann sag es mir doch bitte. Aber benutz bitte keine Ausreden. Mhm. Und wenn du so gestrickt bist, okay, kann ich nicht ändern, I can change it, aber ist halt so, weil wenn ich jetzt mich zum Beispiel sehe, wenn ich zum Beispiel mit Lou unterwegs bin oder so, ich verlinke sie herzlich gerne in meinen Stories. Ich bin herzlich gerne mit ihr zusammen live. Ich freue mich darüber. Ich sehe auf ihrem Profil, sie hat durch mich, keine Ahnung, 20 neue Follower. Ich freue mich darüber. Ich freue mich doch mit. So, und da denke ich mir so, das hat doch auch irgendwas mit Gönnen zu tun. Und wieso kannst du nicht gönnen? So, ja. Das ist so dieses, schon. Was ist da passiert? Aber das ist halt Social Media, ne? Ja. Das ist halt wirklich dieses Weil einige heben dann komplett ab, genau. Ja. Die heben komplett ab und verlieren den Bezug zu realen Freundschaften. Ja. Das ist so das Ding. Und dann noch irgendwann hat sie auch aufgehört, mich in ihrer Insta-Story zu verlinken. Immer wenn wir irgendwie gemeinsam unterwegs waren, hat sie mich bewusst nicht mehr gefilmt. Sie hat immer nur so quasi so gefilmt, bis man mich hätte sehen können. Und ab da hat sie aufgehört, mich zu filmen, sodass ich nicht mehr mit in der Story bin. Ja. Und sie hat mich auch nie wieder verlinkt. Und dann, ich wollte einfach nur wissen, warum. Ich wollte es von ihr hören. Ich wollte einfach nur wissen, warum ist das so? Ich habe sie dann gefragt, so, mir ist aufgefallen, du erwähnst mich nicht mehr in der Story, du, weiß ich nicht, was ist passiert? Ich will es einfach nur wissen, ne? Ich will es einfach nur wissen. So, du musst ja nicht. So, ich zwing dich ja zu nichts, ich möchte es einfach nur wissen, warum das jetzt auf einmal so ist. Und sie fing direkt an, auf einmal so richtig garstig zu werden und sagt so, du willst nur meine Follower, sag doch, du willst nur mein Fame. Also die wird auf einmal richtig garstig. Ich bin richtig so, ne, was ist auf einmal passiert? Was habe ich getan? So, ne? Ja. Ich wollte es doch einfach nur wissen. Sag es doch einfach. So, wenn du Angst hast, wie gesagt, dann sag es mir einfach. Da kann ich nichts dran ändern, dann ist das so. Aber sag es mir bitte einfach. Sei bitte einfach nur ehrlich zu mir. So, dass du einfach nur Angst hast, dass deine Follower mir folgen könnten. Das ist so wirklich der Inbegriff von Fake Friend. Also ja. Wirklich so von vorne bis hinten. Einfach wirklich von vorne bis hinten. So am Anfang fragen, ja, wegen Kooperation, dies, das. Ja. Ne, dann mach mal was zusammen, wo es aber auch immer nur darum ging. Eben. Oder zumindest den größten Teil darum ging. Ne, und dann am Ende so, ja, du willst meine Follower. Es war auch immer nur Thema. Also wir haben selten über was anderes geredet, außer sie hat natürlich wieder über ihre Freundinnen gelästert. dann haben wir wirklich sehr selten über irgendwas anderes geredet als über Social Media. Und auch immer, wenn wir irgendwie unterwegs waren, sie war immer nur auf ihr Handy, immer nur am Gucken, wie laufen die Klicks und so. Da dachte ich mir auch schon so, Bruder, ich bin hier. Können wir uns bitte miteinander unterhalten? Ja. Geht das? So. Das finde ich so oder so immer schlimm. Man ist unterwegs und dann hängt der andere die ganze Zeit am Handy und du denkst dir so, läuft. Ja. Bockt richtig. Also ich mag mich gern mit dir unterhalten. So. Ja, eben. Also, weiß ich nicht. Und dann das eine, das hat uns so auseinandergerissen. Da hatte ich wirklich den ganzen Abend lang nur geheult und nur Bauchschmerzen gehabt. Mir ging es einen ganzen Tag, schon morgens, als ich aufgewacht bin, ging es mir super, super dreckig wegen Emmy. Und ich war auch den ganzen Tag nur am Heulen. Ich hatte einfach so richtig Flashbacks. Mir kamen die ganze Zeit immer wieder
Szenen von ihrem Tag immer wieder so durch den Kopf geschossen. Mir ging es einfach wirklich den ganzen Tag so scheiße, dass selbst Fabio sich für den Tag freigenommen hat, einen Urlaubstag eingereicht hat für den Tag, damit er für mich da sein kann. Wir sind spazieren gewesen. Süß, ja. Ja, sind spazieren gewesen, haben uns irgendwie abgelenkt und haben Filme geguckt und so. Und ich habe mich auch den ganzen Tag bei niemandem irgendwie gemeldet. Mhm. Und irgendwann ist ihr das auch aufgefallen. Hat sie mir geschrieben, was los ist bei mir. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, du, mir geht's heute irgendwie nicht so gut. Mir geht's wegen Emmy nicht so gut. Ich bin den ganzen Tag am Heulen. Mir geht's echt scheiße und so. Ne? Dann hat sie mir angeboten, wie wäre es, wenn ich nachher vorbeikomme und wir gehen einfach eine Runde spazieren. Ich sag so, ja, würde mich freuen. Hätte ich voll Bock drauf. Und dann meinte ich zu ihr, ja, wir gucken gerade noch einen Film. Der geht so circa noch eine halbe Stunde. Wie wär's, wenn du dann hierher kommst und dann gehen wir einfach zusammen spazieren? Sie sagt, ja, alles klar, machen wir dann so, ich bin dann in einer halben Stunde bei dir. Ich mich gefreut, ne, dann auch jemand anders zu sehen an dem Tag, als natürlich nur, ja, okay, ich bin trotzdem dankbar für Fabio, dass er für mich da war, ne, aber dass die mich dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ablenkt, so, weil Freunde können ja auch viel bewirken. Ja. Und 5 Minuten, nachdem sie mir das geschickt hat, schreibt sie mir noch eine Nachricht bei WhatsApp und sagt, nee, du... Mir ist gerade aufgefallen, das ist meine Live-Zeit. Zu der Zeit muss ich immer live gehen. Oh, echt? Ich kann da nicht mit dir spazieren gehen. Wie dreist ist das denn? Ich sag was? Oh. Ja, du, ich kann nicht. Du musst verstehen, das ist jetzt mein Job. Und meine Zuschauer verlassen sich auf mich. Und ich muss dann live gehen. Du musst wie das verstehen. Wie ekelhaft ist das bitte? Ich dann auch so in Tränen ausgebrochen. Ich habe wirklich, kennst du dieses, wenn du richtig schreist beim Heulen? Ja, ja. Und richtig dieses... Weißt du, ey, mir ging's so dreckig, weil ich echt nicht gedacht hätte, dass sie so ist. Ich dachte echt, sie ist für mich da und mir ging's an dem Tag, ich hätte sie an diesem Tag wirklich gebraucht. Ich habe mich auf sie verlassen, dass sie für mich da ist und dann sagt sie nein wegen Livestream. Dann habe ich ihr halt dann auch geschrieben, als ich meinen Zusammenbruch hatte, habe ich dann halt auch geschrieben, dass ich das jetzt gerade echt scheiße fand und ich mich echt auf sie verlassen habe jetzt. Mhm. Und dann haut sie allen Ernstes raus, dass das von mir bestimmt gerade einfach nur ein Test war, um zu gucken... Alter. Ob sie TikTok über mich stellen würde oder nicht. Ja, hat sie doch. Egal, ob das ein Test wäre oder nicht. Aber dass sie mir das unterstellt hat, dass das für mich nur ein Test gewesen ist. Mir ging es den ganzen Tag dreckig. Fabio hat sich extra krank gemeldet deswegen. Und dann will ich einen Test machen. Vor allem, wenn du schon sagst, es geht um deine Tochter. Und zu dieser Zeit war das ja noch nicht mal allzu alt. Ja. Es war ja noch recht frisch. Also, das ist schon echt hart. Also, da bin ich... Da ist ja mein Freundeskreis ist ja noch gar nicht so schlimm. Oh, nee. Und dann sehe ich das so bei anderen. Dann ist sie nämlich jetzt auch mit einer befreundet, mit einer ganz großen Influencerin. Mm. Und die hat auch ihr Kind verloren. Und da ist sie so präsent und oh mein Gott, es tut mir so leid. Und natürlich komme ich zur Beerdigung, ich bin da für dich. Und da ist sie auf einmal da. Da kann sie da sein. Aber bei mir nicht, weil sie muss live gehen. Oh. Das ist aber auch wieder, ne, dieses... Oh, du bist so ein guter Mensch. Ja. Und oh Gott, du bist so fürsorglich für deine Freunde. Oh, ich könnte so was kotzen. Ist fürsorglich? Ich könnte so kotzen, weil ich ganz genau weiß, wie sie ist. Ich weiß ganz genau, wie sie ist. Und wenn ich das dann irgendwo sehe, oh, du bist so eine gute Freundin. Ein Scheiß ist sie. Sie ist so das Gegenteil davon. Aber dann passen die beiden ja gut zusammen, wa? Also. Devlin und sie? Ja. Passen doch ganz gut zusammen. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass die... mir auch einfach immer alles nachgemacht hat. Sie hat mich immer 1:1 kopiert. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar auch einigen Zuschauern aufgefallen ist, aber ich habe immer gesagt, meine Lieblingsfarbe ist rosa. Zum Beispiel jetzt nur, ne? Mhm. Meine Lieblingsfarbe ist rosa. Einen Tag später, sie sagt, meine Lieblingsfarbe ist rosa. 2 Wochen später, ich sag, meine Lieblingsfarbe ist beige. Einen Tag später, sie sagt, meine Lieblingsfarbe ist beige. So ist es egal, was gewesen, ne? Sie hat mir immer alles nachgemacht. Ich habe mir Ohrringe gekauft. Ich habe mir die gerade neu gekauft. Ich fand sie super schön. Ich habe sie geliebt, diese Ohrringe. Sie kam einen Tag später zu mir, nachdem ich die gekauft hatte, hat mich gefragt, wo ich die her habe. Dann hat sie sich die nachgekauft, habe ich auch gar kein Problem mit, ne? Also wenn ich jemanden inspirieren kann, gerne. So, ich guck bestimmt bei dir auch irgendwann mal was ab und möchte wissen, wo du das her hast und kauf oder dir das nach. Ich mit deinen Frisuren, ich schwöre, die manchmal hast du Frisuren, ja. Ich liebe die. Aber auch einfach nur diese mit diesen Klammern nach hinten. Das ist so eine Frisur, die dauert eine Minute. Ja. Und das sieht aber einfach gut aus. Und dann hängen die nicht die ganze Zeit wie jetzt gerade meine Haare die ganze Zeit im Gesicht. Aber das ist auch so, das ist ja auch schön, ne? Ich freue mich auch darüber, wenn ich Leute irgendwie inspirieren kann und mache das ja auch gerne. Aber so, sie hat das dann immer so gemacht, dass sie zum Beispiel dann diese Ohrringe, die ich mir gerade neu gekauft habe, hat sie dann in ihrem Live getragen,
als sie live war. Und alle natürlich, oh mein Gott, so schöne Ohrringe, woher hast du die? Sag mal, woher du die hast und so, oh Gott, wie schön und so. Und ich bin dann einen Tag später auch live gegangen. Also sie hat nicht einmal erwähnt, dass sie die Inspiration von mir hatte. Mhm. Ich bin dann einen Tag später auch live gegangen, hatte auch diese Ohrringe an. Mein ganzer Livestream voll mit, oh mein Gott, du machst ihr nach, du machst ihr nach. Oh, oh mein Gott, du machst ihr nach. Und ich sag die ganze Zeit, nein, ich mache ihr nicht nach. Ich hatte die gekauft, sie hat mich gefragt, wo ich die her habe. Nein, du machst ihr nach, du machst ihr nach. Und so war das mit allem. Egal ob mit Klamotten, mit Frisuren, mit Make-up, mit Verhaltensweisen, sogar so wie ich rede. Ich rede auch heute noch so, weil ich nur mal so rede seit der Geburt. So rede ich schon seit der Geburt. Und sie hat sich das eingeeignet von mir und ich darf mir noch heute anhören, oh Gott, du machst ihr nach. Nein, mache ich nicht. Und ich darf mir das immer wieder anhören, ich würde ihr alles nachmachen und es stört einfach so sehr. Und da habe ich sie dann auch mal gefragt, ob sie nicht einfach irgendwie, wenn sie das nächste Mal im Live darauf angesprochen wird, ob sie dann nicht vielleicht einfach mal irgendwie sagen kann, nein, nein, ich habe, sie hat mir das nicht nachgemacht. So einfach nur so, nein, nein, sie hat mir das nicht nachgemacht. Das würde mir völlig reichen. Hat sie ein Fass aufgemacht. Nein, wie kommst du auf die Idee, dass ich sowas in meinem Live anspreche und auf gar keinen Fall. Und nee, was denkst du dir eigentlich dabei, dass ich das im Live erwähne? Soll ich vielleicht noch irgendwie ein YouTube-Video daraus machen oder was? Und ich denke, Bruder, ich will doch einfach nur, dass die Leute nicht denken, ich mache dir alles nach. Das ist alles, was ich will. Ey, es war hardcore. Es war hardcore. Ich habe so gelitten, wirklich. Ein halbes Jahr nach ihr. Ich glaube sogar noch ein ganzes Jahr nach ihr. Ich hatte nur Bauchschmerzen. Ich habe ständig, wenn irgendjemand in meiner Gegenwart ihren Namen gesagt hat, habe ich ständig Bauchschmerzen bekommen und habe ständig gesagt, hör auf, über sie zu reden. Auch so eine Hasskappe einfach, ja, die man da so dann aufmacht, ne? Ey, das war die schlimmste Freundschaft, die ich jemals in meinem ganzen Leben hatte. Und seitdem habe ich auch so ein krasses Bauchgefühl entwickelt, wenn ich jemanden Neues kennenlerne oder so. Ich schätze immer erstmal ab, so wie die, ne, irgendwie so, weiß ich nicht, ob das vielleicht von meinem Sternzeichen kommt. Ich bin vom Sternzeichen Krebs. Ja. Und Sternzeichen Krebs sind Krebse. Ja, die sind ja sehr, sehr emotional und so und sensibel. Sehr, ja, genau, sehr sensibel. Und ich schätze das immer so ab. Ich kann das dann immer jetzt immer direkt so einschätzen, ob die Person vor mir das gut mit mir meint oder nicht. Mhm. So, und bei dir habe ich halt zum Beispiel so ein voll gutes Gefühl und siehe da, du hast mich noch nie enttäuscht. So, weißt du? Oder auch genau wie bei Lou. Perfekt, also. Genau wie bei Lou. Bei ihr, ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Und das habe ich auch immer noch. Und bei ihr hatte ich schon immer irgendwie so leicht, so, weiß ich nicht. Ich hatte, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich hatte irgendwie Respekt vor ihr. Ganz krass Respekt hatte ich irgendwie vor ihr. Keine Angst, kein schlechtes Gefühl, sondern einfach Respekt. Ich wusste von Anfang an, okay, ich muss diese Person echt irgendwie ein bisschen auf Distanz halten. Ja. Und siehe da, mein Bauchgefühl hat mich nicht getäuscht. Ja. Hätte ich das auch gerne mal gehabt. Bei Devlin? Bei Devlin zum Beispiel. Aber das Ding ist, bei Devlin, ich habe dir das doch sogar immer noch gesagt, während du noch mit ihr befreundet warst, habe ich dir immer gesagt, ich habe kein gutes Gefühl bei ihr. Ja, und das, obwohl ich sie nie getroffen hatte. Ich habe sie noch nie in meinem ganzen Leben jemals gesehen und ich habe dir schon immer gesagt, ich weiß nicht, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei ihr. Das stimmt, das stimmt. Hätte ich mal auf dich gehört. Ich glaube, beim nächsten Mal, ne, ich stelle dir einfach direkt meine Freundin vor, wenn ich eine neue kennenlerne, was bestimmt einfach nicht passieren wird. Weil stell dir mal vor, du kennst sie einfach, nee, meine Freundin, sie kennt dich zwar nicht, aber sie hat gesagt, nein. Dann heißt das nein, ihr Bauchgefühl sagt immer, wenn irgendwas nicht stimmt. Also das ist ja, ich halte mich echt fern von dem, muss ich ehrlich dazu gestehen. Wie gesagt, ich bin echt, ich hab Freunde, ich habe auch nur echt wenig Freunde dazu. Mhm. Aber beste Freunde, davon halte ich mich so fern, tatsächlich. Ja. Ich habe auch nachdem mein Kreis einfach so klein gehalten, dass ich niemanden mehr an mich rangelassen habe und auch so richtig nicht so Freundinnen hatte. Natürlich, ich hatte so Bekanntschaften, mit denen ich mal geschrieben habe oder so, ne? Aber so richtig Treffen und so über Privates reden habe ich so lange einfach gemieden. Ja. Und dann gestern Abend lag ich mit Fabio im Bett, nachdem du mir geschrieben hast. Und dann habe ich so mein Handy gekriegt. Dann habe ich so mein Handy weggelegt. Und dann sag ich so zu Fabio, sag mal, Schatz, ist dir aufgefallen, dass ich mittlerweile wieder Freunde habe? Soll ich dir mal dazu was sagen? Genau dasselbe habe ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen zu Garrett gesagt. Schatz, ich habe wieder Freunde. Es ist einfach so genial. Das ist bei uns immer gleich. Es ist einfach irgendwie ist immer so irgendwas, was übereinstimmt. Es ist auch einfach so krass, wie unsere Beziehungen einfach immer irgendwie so gleich laufen, ja, ne? Ja. Wobei ich finde, momentan hebt ihr euch ein bisschen ab. Bin ich ein bisschen neidisch drauf, tatsächlich. Ja, aber wir haben ja auch manchmal unsere Down-Phasen. Dafür habt ihr dann eure Highs. Ja. High, down. Ja. Ja, das ist irgendwie immer, und wenn und bei uns wieder eine Down-Phase ist, dann geht's bei euch wieder ab. Glaubt mir. Ja, wäre mal schön. Aber es sind so viele Probleme, die mal gelöst werden müssen und alles.
Ja, aber ich meine, ihr seid so lange zusammen. Ja, wir hatten ja ein Jahr Trennung gehabt. Und in diesem einen Jahr muss ich sagen, der tat auch super gut, ne, für die Beziehung zwischen mir und Gerrit. Auch wenn ich tatsächlich nicht gedacht hatte, dass wir nochmal zusammenkommen. Das war auch ziemlich unerwartet, muss ich dazu sagen. Und am Anfang auch mit viel Überlegung, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ne, man hatte ja viel Ablenkung gehabt. Ne? Bin ich auch froh drüber, tatsächlich, dass ich in diesem einen Jahr Ablenkung hatte. Das bereue ich auch überhaupt nicht, weil daraus habe ich auch gelernt. Ich habe Erfahrungen gesammelt. Ich habe, Eben, es gehört auch irgendwie dazu. ja, nur war ich das Einzige, was halt in diesem einen Jahr war. Ich habe so viel nachgeholt. Ich war wie so ein Kind gefühlt. Also ich habe mich nicht erwachsen verhalten Ja, das in ist diesem einen Jahr. normal. Das ist normal, dass man dann erstmal irgendwie komplett ausrastet. Ja, aber halt auch allgemein einfach. Weißt du, dieses Verhalten, was ich da an den Tag gelegt habe, tagtäglich, das war nicht erwachsen. So, und dafür schäme ich mich ein bisschen, muss ich dazu sagen, ohne Scheiß. Aber es gehört einfach dazu. Ja, safe. Ne? Daraus habe ich gelernt. Ich habe aus den Menschen, die in meinem Leben in dem Zeitpunkt da waren, aus denen habe ich gelernt, deren Verhalten teilweise tatsächlich auch kopiert, weil ich, also von verschiedenen Leuten tatsächlich, habe ich halt viele Verhaltensweisen kopiert. Einfach nur, weil ich die Einstellung echt schön fand. Also Ja. einfach gut fand für das weitere Leben, für die Zukunft. Aber was denn? Zum Beispiel, dass man einfach Menschen, die gehen, das hatte ich aber auch, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt gehabt, dass wenn Menschen gehen, dass sie einfach oder aus seinem Leben raustreten quasi. Jetzt nicht der Tod oder sowas, sondern einfach aus diesem Freundeskreis oder einfach als Freund gehen. Ja. So, ob es als Freund ist oder als ein bisschen mehr, ne? Jetzt nicht Beziehung, aber halt ein bisschen mehr, wie auch immer. Einfach, dass sie, wenn die Menschen gehen, dann gehen sie. Ja, So, eben. wenn die nicht mehr in deinem Leben sein wollen, wozu sollst du denn in deinem Leben halten? Ja, Ne? eben. Und tatsächlich bin ich auch ziemlich kalt geworden in dem einen Jahr. So, das war wirklich, ich bin richtig abgekühlt, so emotional. So, mir war das egal, wenn andere Leute vor mir geweint haben. Ich habe die angeguckt mir war es egal. So, es war mir egal was, ne, wenn Leute sich ausgekotzt haben oder sowas, oder wenn ich selber sauer geworden bin, ich war wirklich für diese quasi 90 Sekunden, man sagt ja immer diese 90-Sekunden-Regel, die habe ich strikt eingehalten. Ich war kurz sauer und danach war es mir scheißegal. Mir war es egal, wie sich andere Leute gefühlt haben oder wie sich Leute mir gegenüber verhalten haben. Dann habe ich denen meine Meinung gesagt und dann waren die mir egal. So, Ja. das war so eine Verhaltensweise, die habe ich kopiert. War für dieses eine Jahr auch super, muss ich ehrlich dazu sagen. Nur hat es am Anfang dann wieder so Steine in den Weg gelegt. Für die Beziehung aufbauen zwischen Gerrit, zwischen meiner Familie und alles, hat es gut viele Steine in den Weg gelegt. So, deswegen muss man das wirklich bedacht machen und auch wirklich kontrolliert machen und halt nicht, wenn man wirklich außer Rand und Band ist und sich eh schon nicht so wirklich erwachsen verhält, sag ich jetzt mal, und feiern will oder einfach die ganze Nacht unterwegs ist, dann sollte man das schon echt ein bisschen in Grenzen halten. Ja, safe. Was Naja. lernen wir daraus? Hör auf dein Bauchgefühl. Hör auf Aris Bauchgefühl. Hör auf mein Bauchgefühl. Nur meins ist richtig. Mein Bauchgefühl, ich glaube, der hätte es mir so viel Ärger erspart, deswegen. Ja, man sollte dich lieber fragen. Ja, also falls ihr jemals nicht so ganz wisst, ob ihr mit der Person befreundet sein wollt oder nicht, dann fragt mich und ich analysiere sie telepathisch. Schick ein Bild. Jo, Jo. also sagen wir Tschüss. Wir sagen Tschüss. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und diesmal klickt. 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 Klickt auf den Daumen. Und folgt uns gerne auf Insta und TikTok. Sehr Wir würden uns gerne. freuen. Tschüss. Tschüss.